Gefängnis! Gladio! Nur du? Wo ist Prompto? Entschuldige mich einen Moment. Herrlich. Warten! Ach nö. Du hast mich erkannt? Genug Spaß für heute. Sag, hast du bei diesem Anblick immer noch so viel Vertrauen in Octave? Du Mistkerl! Gib's zu. Ein wenig frustriert bist du jetzt schon. All die Mühen damit, was aus ihm wird. Sogar dein Leben hast du für ihn aufs Spiel gesetzt. Fass ihn nicht an! Ich bin enttäuscht. Und meine Geduld ist aufgebraucht. Ich bereite daher allem hier und jetzt ein Ende. Was hast du vor? Noctis! Nicht wahr? Ihr beide seid jetzt auf einmal Freunde? Ich habe einen guten Tag und lasse dir nicht wahr. Ich bringe Noctis und euch alle hier um. Es sei denn, du kommst mit dem guten Adam mit. Na, vertraust du mir? Wo sind wir? Dreimal darfst du raten. In der Signautus-Festung. Hier wird der Kristall verwahrt, den wir euch Lucianern gestohlen haben. Ich weiß, was dich plagt. Du willst wissen, wer ich wirklich bin. Aber die Antwort musst du schon selbst herausfinden. Ich bin also in Gralea, der Hauptstadt Niflheims. Aber warum? Was bezweckt er?
war auserkoren für den Thron, doch sein Herz war nicht rein. Der Kristall verschmähte ihn und verwehrte ihm seine Kraft. So lernte er das Licht zu hassen und begann die Sonne zu verschlingen. Er öffnete sich der Finsternis, bis er unsterblich ward. Er wartet auf die ewige Nacht, um Rache zu nehmen, am Kristall und dem König des Lichts. Er will Rache nehmen? Am König? Heißt das Nocht? Der Kristall. Er birgt die Seele des Planeten. Er ist die Wiege, in der der auserwählte König das Licht empfangen wird. Seite an Seite müssen Götter und Menschen kämpfen, bis eines Tages der wahre König kommt, um sie zu retten. Denn nur er allein kann Eos für immer von der Finsternis befreien. Der wahre König. Also Nocht. Wenn der Ring all das Licht des Kosmos in sich gesammelt hat, wird dem König seine wahre Kraft zuteil. Die Kraft, den Planeten von der Finsternis zu befreien. Nur der auserwählte König ist des Ringes würdig und erhält seine volle Kraft. Die Waffen der Ahnen, die Kraft des Kristalls und der Ring des Lichts vereinen sich zu einer Macht, die stärker noch als die der Götter ist. Der König ist das Gefäß, das diese Macht in unsere Welt trägt. Er muss sich opfern, um sie zu entfesseln. Erst dann kann ein neuer Morgen anbrechen. Also Noctis töten. Ja, das Dunkel in mir beeinflusst mein Handeln auch. Aber das alleine ist es nicht.
Vollständig lautet mein Name Arden Lucis Kylum Isunia. Lucis Kylum? Genau. Verraten von meinem eigenen Bruder, obwohl der Thron des Hauses Lucis eigentlich mir zustand. Also los, Ignis. Nenn mich fortan Majestät. Ich habe nicht vor, einem falschen König zu gehorchen. Ach so, dann stirb halt. Wie schmeckt dir das? So wird das nicht. Mein einziger Wunsch ist es, Noctis zu vernichten, wenn er durch die Kraft des Kristalls zum König des Lichts geworden ist. Doch er versteht einfach nicht den Ernst der Lage. Und darum muss ich ihn kontinuierlich provozieren. Wie? Er hat genug gelitten. Der Preis ist zu hoch. Der Ring. Du hattest ihn bei dir? Und ich werde es niemals zulassen, dass Nockt sein Leben für uns opfert. Ich werde alles tun, um sein Schicksal zu ändern. Mit dem Ring kannst du gar nichts ausrichten. Damit Noctis zum König des Lichts wird, muss ich ihm noch ein paar Prüfungen auferlegen. Nicht.
Also so wirst du gegen mich nicht gewinnen. Meine Chance. Jetzt ist es aus.
uns wohl nie dazu, was? Na, wie gefällt dir das? Du denkst, du hast mich besiegt? Ich werde mich rächen. Ich gebe nicht auf, wie euer geliebter König. Vernichtet ihn. Bitte! Gravus. Er hat uns da rausgeholfen. Was machst du alleine so einen Unsinn? Was fällt dir ein? Wir sind doch ein Team. Alles meine Schuld.
weil ich zu schwach bin. Warum hat das Schicksal mich gewählt? Warum nimmt es mir alle, die ich liebe? Tut mir leid. Ihr habt stets zu mir gehalten und mich beschützt. Und ich habe jämmerlich versagt. Damit ist Schluss. Das Schicksal nimmt mir niemanden mehr. Gib mir Kraft. Ich muss meine Feinde beschützen. Bitte! Der König des Lichts ist dazu bestimmt, für ein höheres Ziel zu kämpfen. Ohne Rücksicht auf Opfer, Verluste oder Freundschaften zu nehmen. Endlich. Es war ein weiter Weg. Ja. Prompto. Gladio. Ignis. 10 Jahre. Gemeinsam haben wir uns auf diesen Tag vorbereitet. Und gemeinsam werden wir es beenden.
Gut. Ja, hey. Denkt daran. Unser Schicksal bestimmen wir selbst. Thank you.